Hallo und herzlich willkommen hier wieder bei mir, der Caro und Lords Mobile. Ja, es ist mal wieder soweit, mal wieder eine Folge Lords Mobile. Ja, ich freue mich. Wir werden heute ein Dunkelnest angreifen. Ja, wieder mit der Gilde zusammen und ich sag euch, das Spiel ist ein wirklich reines Gilden-Spiel. Ja, so kann man es an sich nennen. Weil man kann so viel hier mit der Gilde machen und ich finde, das ist eine geile Sache. Ich warte gerade, ja, bis wir uns sammeln. Ja, dann sammeln wir uns alle beim, ja, Julia steht da. Heißt aber eigentlich Jürgen. Fragt mich auch, warum Julia, wenn es eigentlich Jürgen ist. Aber ist egal. Da sammeln wir uns und ja, ich freue mich mega. Mal gucken, ob wir es gegen dieses Dunkelnest 2 schaffen. Irgendwas hatten sie vorhin gesagt, dass es da eine Essenz Level 5 gibt, angeblich. Ja, aber was wir bekommen, das wissen wir natürlich noch nicht. Und wir müssen natürlich auch gegen das Dunkelnest auch irgendwie eine Chance haben. Jetzt habe ich gerade eine Quest irgendwie schon abgeschlossen und ich hoffe, die Sammlung fängt jetzt auch an. Wir haben es nämlich 16 Uhr. Aber, fangen wir an? Hallo? Hallo? No. Hier müsste es eigentlich stehen, aber nein, Julia, was ist los? Ich muss Neues suchen. Wie, du musst Neues suchen? What? Da steht noch 14 Stunden. Easy, Level 1. Nee, easy, nicht Level 1 Dunkelnest. Wir wollen Level 2 Dunkelnest. Wir machen doch jetzt nicht Level 1 Dunkelnest. Das machen wir immer. Sorry, verlesen. Was? Nee, wir müssen halt warten, weil ich kann nicht so viele sammeln, weil wenn man mal sieht, wir wollen natürlich das Dunkelnest, was wir gerade da gehabt haben, angreifen. Und ich zum Beispiel kann leider erst 220 Truppen bei mir sammeln, also in meiner Kaserne sozusagen hier sammeln. Und das reicht definitiv nicht aus, deswegen macht immer bei uns die Sammlung die Julia, also der Jürgen. Hahaha. Hä, ja, ich weiß. Ich bin schon die ganze Zeit VIP 7. Ziemlich rollen. Ich bin schon immer VIP 7. Ich will VIP 8 werden. Das will ich werden. So, ich starte jetzt. Oh, jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Ein bisschen Verspätung. 16:01 ist egal. 16 Uhr starten. Haben wir halt so ausgemacht. Wir haben auch eine Line-Gruppe. Also, falls noch... Oh, hier. Oh, ja. Wir können wieder öffnen. Sehr schön. Wieder Ressourcen hier bekommen. Und Julia hat gestartet. Ich weiß gar nicht, wie lange sie es gemacht hat. 10 Minuten sammeln wir uns jetzt. Wenn ihr mal guckt, also wir sammeln jetzt noch nicht meine. Ich klicke gleich drauf. Wenn ihr guckt, hier ist Julias Kaserne und jetzt wandern halt langsam die Leute von den anderen Kasernen aus unserer Gilde in Julias Kaserne und sammeln sich da. So funktioniert das. Also sie sammeln sich jetzt alle, drücken halt nach und nach jetzt da drauf. Und ja, hier vom Kalle kommen jetzt auch die Leute zu Julia. Wir sammeln uns jetzt auch mal und gehen an sich mit unseren ganzen... Jetzt ja, hier sieht man das, welche Leute jetzt gerade unterwegs sind. Da sieht man auch, wie lange die Leute unterwegs sind. Wir treten da natürlich bei. Auto erstellen, ja natürlich. Ja, ich gehe mit allem rein, was ich habe. Keine Ahnung, ob das was bringt oder auch nicht bringt. Ja, ich bin gespannt. Mehr habe ich noch nicht. Ich habe leider nur 33.000 Leute. 55.000, was bei mir jetzt das Maximum derzeit ist. Jo. Okay, Fußmarsch. Boost haben wir 15,1%. Ja, 23 Sekunden sind wir auch zu Julia unterwegs. Mann, sind die langsam. Vor allem ist das noch nicht mal weit. Ja, ich will die auch nicht zurückrufen. Obwohl, wenn wir vielleicht gleich angegriffen werden, ich nehme mal hier ein paar weg, damit wir unseren Helden hier wegsenden können. So, okay, dann haben wir noch 32.000, ist okay. Und jetzt sieht man halt, ja, man sieht es halt jetzt nicht, aber an sich würde man es sehen, hier sieht man es. Cap Caro wandert zu Julia. Zu Julia. Und ja, die ganzen Leute wandern halt jetzt dahin und wir können halt hier jetzt sehen, wie viele wir jetzt gesammelt haben. 655.000 Soldaten gesammelt. Das ging echt fix. Es ist echt empfehlenswert, wenn man sagt, okay, komm, wir machen 16 Uhr heute, wenn man sich da irgendwie abspricht. 16 Uhr machen wir heute Fight oder irgendwie. Oder greifen eine Kaserne an oder. Nur für, sag ich mal, irgendwelche anderen Gilden angreifen, muss man auch vorsichtig sein. Und wir überlegen auch, mit welchen Gilden wir uns vielleicht so verbünden können. Und. Aber muss man halt vorsichtig sein, mit wie vielen Truppen man da angreift. Und am Ende greift die ganze Gilde uns wieder zurück an. Und dann geht das ein Hin und Her und Hin und Her. Und das ist wie so ein Gildenstreit dann. Und das wollen wir natürlich nicht. Aber hier schon 686.000. Wir können nur 688.400 sammeln. Und haben im Prinzip schon fast das Maximum erreicht. Bitte einen Platz zum Schluss freihalten. Ja, okay, gut. Wie gesagt,
Ich hoffe, dass Alice jetzt auch derjenige, der jetzt vielleicht der Letzte ist. So, während wir jetzt noch ganz kurz warten, es sind nur noch 4 Minuten oder so, probiere ich jetzt nochmal hier diesen Boss anzugreifen. Ach nee, ich habe doch meinen Helden gerade weggeschickt. Wir müssen meinen Helden wieder rausgehen. Ich habe nämlich meinen Helden, ich beschütze ihn nämlich immer. Ich wurde nämlich schon mal gefangen genommen von einer anderen Kaserne. Seitdem schicke ich den so oft in die Zuflucht hier rein, dass sie den ja nicht irgendwie gefangen nehmen und der irgendwie nackig hier zurückreist. Deswegen warten wir. Wir haben ja noch 4 Minuten Zeit. Das können wir ja noch ein bisschen überbrücken im Prinzip und probieren nochmal gegen den hier zu spielen. Das Problem ist, letztes Mal habe ich es nicht geschafft. Jetzt probieren wir es dieses Mal. Vielleicht schaffen wir es dieses Mal. Mal gucken. Weil dafür sind meine Helden noch ein bisschen zu schwach. Also denke ich zumindest. Aber wir gucken mal, ob wir vielleicht dieses Mal irgendwie eine Chance haben, hier zu gewinnen. Im Prinzip macht man hier nicht viel, außer warten, bis, sag ich mal, die Hauptfertigkeiten irgendwie fertig sind. Truff und Truff. Okay. Der müsste im Prinzip auch so down gehen. Da brauche ich jetzt nicht die Hauptfertigkeit einsetzen. Okay, so und weiter. Next Stage. Next Stage und frier mal ein. Frier mal ein und zack. Hier heben wir uns noch ganz kurz auf. Falls es mal irgendwie kritisch oder so wird, dann muss man hier immer unten beim Leben gucken. Ja, okay, wir heilen uns mal. So. Okay. So, noch die Fernkämpfer hier down machen, fertig machen. Das heben wir uns hier auf. Sehr schön. Okay, weiter. Jetzt gehen wir im Prinzip zum Bossfight. Da hinten sieht man den Boss, ja, der auf seinem Pony. Sein Pony. So, okay, Heal. Wir brauchen Heal. Ansonsten stirbt unsere Eisprinzessin hier. Zack. Okay. Und drauf. Sehr schön. Das sieht gut aus. Sieht gut aus bisher. Bräuchten aber gleich wieder ein Heal. Ja, ja, jetzt kommt nämlich der Wirbel. Ah, sehr schön. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Ja, das letzte Mal habe ich es nicht geschafft. Jetzt bin ich wieder ein Level geupt. Ja, habe ein bisschen neue Ausrüstung denen hier gegeben. Meinen guten und fertig. Das ist im Prinzip jetzt die Standard-Leute noch. Ich habe mir jetzt aber noch eine geholt. Da muss man hier... Das war nämlich das mit den Karten. Dafür nochmal danke, dass ihr unten in den Kommentaren da irgendwie drunter geschrieben habt, was ich denn mit diesen Karten hier mache. Weil, wie gesagt, ich habe ja noch nicht so viel Plan von dem Spiel. Bin froh, dass ich da meine Gilde habe. Also im Prinzip, wenn man sich diese Karten hier sammelt, hier vorne sieht man halt, was man hier bekommen kann. Ne? Und wenn da hier so eine Karte dabei ist, hier Sturmweiser, Medaille, diese Medaillen, kann man hier halt sehen. Dass man hier Medaillen sammeln kann, zum Beispiel wenn man den hier haben will, diese schwarze Krähe, ja, dann muss man die Medaillen sammeln und kann man natürlich dann hier reingehen, geht man hier drauf, hier, da gibt es die Karten und dann spielt man das halt so oft, also sagt man braucht 10 Karten, muss halt so oft wie möglich halt spielen, bis man halt hier 10 Karten zusammen hat und dann kann man sich die auch bauen. Ich habe mir jetzt als neuestes sie gebaut, da habe ich 10 Karten gesammelt, habe jetzt sie, ist gerade Level 22, noch nicht so ganz weit. Und ja, das im Prinzip ist es. Man kann natürlich die dann auch noch weiter optimieren und so, indem man von dem dann halt nochmal Medaillen sammelt. Hier unten, jetzt brauche ich gerade 50 Medaillen. Ich habe schon mal bis 20 Medaillen gesammelt, habe den halt Level abgegeben so, sozusagen. Und jetzt muss ich 50 Medaillen bis zum nächsten Level ab farmen bzw. sammeln, um den halt wieder zu verstärken. Also, ja, stärker zu machen. Ja, ist jetzt was anderes, Rang ist was anderes. Also das heißt immer, wenn ich hier diese Ausrüstung halt voll mache, dann können wir jetzt zum Beispiel auf Rang 6 erhöhen, beispielsweise. Das ist nochmal was, ein bisschen was anderes. Das ist ein bisschen echt, also ein bisschen kompliziert, aber wie gesagt, es macht Spaß. Es ist wirklich ein Spiel, da kann man so viel machen. Man kann echt so viel machen. Also es ist nicht nur Gebäude appen oder so. Werde ich auch ein bisschen langweilig finden. Natürlich muss ich sagen, hier, ich habe auch gerade meine Burg, ja, einen Tag und ich forsche gerade was, der dauert 2 Tage. Ist natürlich, ja, Katapult forsche ich gerade und wie gesagt, meine Burg will ich gerade appen auf Level 14, glaube. Auf Level 14. Und das dauert dann halt mal ein bisschen länger, ja. Es gibt Dinge, die dauern nicht so lange und es gibt Dinge, die dauern lange. Was ich aber mitbekommen habe, ist, Forschen ist extrem wichtig. Forschen ist extrem wichtig, also man kann hier sehr viel erforschen und so. Also das ist wirklich wichtig. Okay, aber jetzt mal zum absoluten Kampf, ja, und wir gehen jetzt mal hier hoch und gucken uns mal bei der Julia an, wann wir hier losmarschieren. So, Kalle, unser Spätzünder hier, wandert gerade noch zu Julia. Wir waren extrem voll, mussten dann noch ein bisschen lernen, damit jeder hier auch mitmachen kann. Und die Chance hat natürlich die Essenzen, beziehungsweise die Belohnungen, die man dafür bekommt für dieses Dunkelnest, wenn wir es besiegt haben,
Wir müssen natürlich auch gewinnen, ja, das ist so eine Frage, ja, ob wir es schaffen oder nicht. Ja, haben wir noch mal ein bisschen raus, ja, damit jeder noch mitmachen konnte, weil viele natürlich mit allen Truppen reingegangen sind. Wir wussten natürlich nicht, wie viele Truppen wir jetzt sammeln können, weil es ist ja nicht immer jeder online, ja, um 16 Uhr jetzt zum Beispiel, was wir gesagt haben. Da fehlen ja so viele. So, wir wandern jetzt zum Dunkelnest. Das dauert natürlich noch eine ganze Weile. Sieht man hier immer schön, wie lange das dauert. Das dauert jetzt auch noch mal 7 Minuten und 40 Sekunden, bis unsere Bauern hier, unsere Krieger, dann endlich, sag ich mal, an dem Dunkelnest hier unten angekommen sind. Hier unten ist das Dunkelnest. Es dauert halt so lange. Und ich würde sagen, bis dahin machen wir dann noch mal einen kleinen Cut im Prinzip. Ja, noch ein bisschen was zu meiner Gilde. Wer irgendwie Bock hat, noch in unsere Gilde zu kommen, ich habe jetzt erstmal von öffentlich auf privat gestellt, weil ich festgestellt habe, da kommen halt so viele Leute, die halt total inaktiv sind. Also wenn die Leute so 3 Tage inaktiv sind dann, und sich nicht abgemeldet haben, wie auch immer, dann kicke ich die. Liegt einfach daran, um Platz für andere Leute zu machen. Also wer noch Bock hat und wer eine Verstärkung vielleicht für unsere Gilde ist oder wie auch immer und Lust hat, mitzumachen oder vielleicht von unten anzufangen und auch das Spiel zu spielen, kann sich gerne bei uns melden, ja. Capcaro Allianz, also CCA. Oh, wow. CCA. Capcaro Allianz, mega cool. Dann einfach im Prinzip bei uns hier bewerben und ja, entweder wir haben gerade Platz oder wir haben halt gerade keinen Platz. Aber es gibt halt von 100 Leuten so viele, die sagen, okay, ich gucke mir das Spiel an. Und am Ende ist es dann doch nichts für die Leute. Und naja, die sind dann halt 3-4 Tage nicht aktiv, nicht online. Und dann kicken wir die. Ist ja logisch, wir brauchen ja den Platz irgendwie. Ich habe heute auch erst wieder 3 Leute gekickt. Der eine war sogar 7 Tage nicht online. Dann dachte ich mir, okay, ich habe die Möglichkeit gegeben, dass er online ist. Aber er wollte nicht. Und naja, gut, okay. Gut. Ey, die laufen einfach zu langsam, ja, wenn man sich mal überlegt. Ja, das sieht nur wenig aus, aber das sind ja über 600.000 Leute und es braucht übelst lange. Haben wir jetzt hier, oh, wir haben Surprise bekommen. Peshwing-Beutel, sehr schön, weil wir hier jemanden angegriffen haben. Das werden wir übrigens im nächsten Video machen, werden wir nicht. Wir haben ja den Sensenmann hier angegriffen gehabt. Im nächsten Video werden wir uns mal überlegen, was wir hier sonst noch so angreifen können. Also man kann ja nicht nur Sensenmänner angreifen, hier gibt es ja sämtliche Sachen. Hier zum Beispiel Peshwing, wie gesagt, deswegen bekommen wir immer so eine Kiste. Also wenn wir hier einen besiegen, dann landet hier so eine Kiste bei Geschenke von den Gildenscherz. Gildenschätzen, also müssen wir uns nicht mal dran beteiligen, wenn da irgendeiner besiegt wurde, weil da Leute halt angegriffen haben mit ihrer Energie, dann bekommen wir hier ein Geschenk und man sieht auch immer, was man für Geschenke bekommt, indem man hier unten einfach guckt, ah, okay, alles klar, das gibt's hier, das können wir bekommen, ist halt eine Lacksache, was wir dann am Ende auch wirklich bekommen. Genau. So sieht's aus, ja, wir haben jetzt, also die Energie lädt sich halt immer von automatisch auf, aber okay, egal, bis gleich. Unsere Gilde macht sich hier schon Gedanken darüber, ob wir es hier packen oder auch nicht packen. Aber ich gehe einfach mal davon aus, dass wir das hier schaffen mit dem Dunkelnest. Im Prinzip, wir haben es ja auch schon erkundet, ausspioniert, geguckt, ja, wie viele Truppen sind da und. Aber mal sehen, was passiert, wie unsere Moral standhält. Ich bin gespannt. Es ist auch das erste Mal, dass ich daran teilnehme, an einem Dunkelnest. Ach nee, doch nicht, nein. Also zumindest live dabei bin, sonst habe ich immer nur meine Truppen hingeschickt und habe gar nicht zugeguckt, wie es lief. Das ist also das erste Mal, dass ich beim Dunkelnest Level 2 hier irgendwie dabei bin, sonst immer nur Dunkelnest Level 1. Aber das ist natürlich nicht so interessant wie Level 2, wo man sehen, gewinnen wir nicht, aber hier ist der Fight. Wir sehen, wir haben schon mal mehr Soldaten, aber jetzt natürlich auch die Frage, wie weit ist, ich denke es einfach mal so, ja. Wenn nicht, korrigiert mich immer bitte, ja. Ich lerne von euch, nicht ihr von mir hier. Ich bin nur die sich langsam an dieses Spiel ranmacht. Ja, liegt natürlich auch daran, wie ist unsere Forschung, was haben wir hier für Soldaten, weil wir sehen hier, oh oh, unsere Moral sinkt schneller als die vom Dunkelnest. Das ist, oh, nicht gut. Ich glaube, wir verlieren. Oh, oh. Jetzt, es wird ganz schön eng. 25, 24, 26. Oh, oh. Ich glaube, wir verlieren. Nein. Please. No, no, no. No, no, no. Nein. Niederlage. Oh, no.
richtig bitter, haarscharf. Es könnte jetzt sein, wie ich es voraussagte. Oh nein, Satz mit X, das war nix. Oh no. Schade. Schade. Haben wir das... Oh nee, wir haben es nicht geschafft. Ach, schade. Steve-Truppe fehlten. Ja, das kann natürlich echt sein, dass vom Steve, ist auch ein guter Spieler bei uns, die Truppen fehlten. Aber es liegt halt auch daran, wie weit sind die Forschungen, sage ich mal, bei den Leuten. Es liegt ja nicht nur, ey, ich baue mir hier, keine Ahnung, 20.000 Fernkämpfer so ungefähr oder was auch immer. Daran liegt es ja nicht, oder 20.000 Kavallerie oder wie auch immer. Es liegt ja natürlich auch an, wie ist die Forschung, wie viel Angriff und so weiter und so weiter. Sehen wir halt hier jetzt, ja, unsere Truppen im Prinzip gehen zurück, ja, obwohl nicht mehr viel über ist. Vor allem müssen wir jetzt alle wieder heilen. Ah, ist natürlich echt bitter. Extrem bitter, aber wir sehen halt hier bei Forschung, zum Beispiel ich bin auch noch nicht weit hier, sag ich mal. Fernangriff, Kavallerieangriff, hier Belagerung, Infanterie. Habe ich noch gar nicht richtig geupt, aber ich bin halt immer so schön dabei, das immer nach und nach so zu machen. Genau, für Fernverteidigung bin ich halt echt noch nicht so weit. Katapult mache ich mir gerade und dann werde ich dann, denke ich mal, hier das hier auf 6 ziehen hier. Die Forschungen hier, Belagerung und hier das hier im Angriff werde ich auch noch uppen. Also, wie gesagt, daran liegt es, denke ich mal, auch, wie stark, sag ich mal, unsere Leute sind. Leider nicht geschafft. Ah, oh, schade. Ich hätte es echt... Ah, von den Truppen war mal gut, aber wie gesagt, da hat es wirklich daran gehapert. Vielleicht, dass Steve nicht dabei war, er hat auch starke Truppen und so. Aber gut, wir können es nicht ändern. Nehmen das 5 Minuten Anfrage auf Level 1 Dunkelnest. Okay, wir machen jetzt noch ein Level 1 Dunkelnest. Das werden wir natürlich, denke ich mal, gehe ich von aus, schaffen. Nächstes Mal werden wir genau das gleiche machen. Wir werden nochmal Dunkelnest Level 2 probieren und ich hoffe, dass wir es dann schaffen. Ja, also jetzt vielleicht nicht nächstes Video, da greifen wir auf jeden Fall nochmal hier sowas an, wie ich es letztes Mal in Sensenmann angegriffen habe. Und nächstes Mal greifen wir, keine Ahnung, ob wir da so ein Pechschwinger oder wie auch immer angreifen oder was auch immer angreifen. Oder nochmal einen Sensenmann, vielleicht Sensenmann Level 2 angreifen. Was auch immer, hier oben schwirrt noch ein bisschen mehr rum. Sind auch immer andere Monster im Prinzip dabei. Das machen wir im nächsten Video. Und im über- oder überübernächsten greifen wir natürlich nochmal das Dunkelnest Level 2 an. Ach, schade, aber danke an die Gilde. Danke, Leute, dass ihr auch alle 16 Uhr da gewesen seid. Finde ich auf jeden Fall klasse. Ja, weil ich habe das heute früh nur geschrieben. Hey, ich will ein Video aufnehmen und so. Hier, 16 Uhr geht's los. Und wer ist dabei? Ich hoffe, ihr seid dabei. Und ja, Truppen sammeln bei Julia. Jürgen, wie auch immer. Ja, warum auch immer Jürgen, ja. Also Julia, wenn er eigentlich Jürgen ist, aber egal. Also, ich danke euch fürs Zugucken und falls euch Lords Mobile gefällt, ja, ich weiß, ich bin da nicht so eine große Hilfe. Ich lerne wirklich von euch und nicht ihr von mir. Ich zeige euch im Prinzip einfach nur das Spiel und was hier in dem Spiel so möglich ist und was man hier so machen kann. Nach und nach, muss ich sagen. Und weil ich mache ja immer noch Summoners War. Und ich danke euch fürs Zugucken. Haut rein und viel Spaß und...